Hallo, ihr Querlinge, Gascoigne und seine Gefährten sind am freundlichen Arm, wollen aber ganz schnell Richtung Beregost, um Branwen wieder einzusammeln. Und um einige Dinge noch in Beregost zu handeln. Und dann sich darüber Gedanken zu machen, wie es eigentlich weitergehen soll nach ihrer erfolgreichen Infiltration des Räuberlagers. Und Branwen, was haben wir denn jetzt? Wir haben es jetzt 23 Uhr, oh je. Ja, dann wechseln wir gleich mal in den windigen Schwindler. Denn hier wartet die treue Seele Branwen und wird wieder rekrutiert. So. Ohne euren Kampfgeist schaffen wir es einfach nicht. Naja, das hätte Gascoigne etwas anders formuliert. Es war ja abgesprochen, dass sie hier bleibt. Auch wenn sie die Geschichte mit Kiban ja noch gar nicht weiß und buff ist, als die Helden ihr davon erzählen. Und sie ist außerdem buff, als die Helden ihr einen neuen Schild unter die Nase halten, nämlich den da. Ein mittlerer Schild plus 1. Der ersetzt jetzt den kleinen Schild, den sie bisher trägt. Und diesen kleinen Schild werden wir verkaufen. Und helmmäßig hat sie tatsächlich das Standardmodell. Dann kriegt sie... Das ist ja ein Helm. Das ist ein Helm, wie ihn die flammenden Fäustlinge tragen. Ah, da sollten wir vorsichtig sein. Ja, der Helm wird aus rollenspielerischen Gründen wieder unbrauchbar gemacht, im Sinne von, dass er beschädigt wird. Dieser rote Kamm oben wird entsorgt, auch die Hörner, sodass er als Schrott durchgeht und nicht mehr als Helm. Denn wenn man mit so einem Helm durch die Gegend zieht, dann muss man sich Fragen gefallen lassen. Vor allen Dingen von Offizier Wei. Also, aus rollenspielerischen Gründen werden wir den nicht benutzen. Und dann gibt es hier was für Gascoigne. Der hat noch genügend Wurfmesser zu benutzen. Und außerdem, ja, das wird verkauft bei Terum Fuiruim. Das hier, ja, auch grundsätzlich, also dort benutzt. Das hier soll identifiziert werden. Und hier sieht eigentlich alles ganz gut aus. Nach den Strapazen der Wanderung wird Gascoigne erst einmal allen auftragen, ihr Zimmer aufzusuchen und sich auszuruhen. Am nächsten Morgen soll erst Kriegsrat gehalten werden. Und das bedeutet, dass jetzt Gascoigne Zauberbuch neu ausgewürfelt werden muss. Und hier ist das Ergebnis. Zweimal die Farbkugel, die kommt irgendwie gefühlt immer. Erfreulicherweise auch zweimal identifizieren, da Gascoigne an diesem Tag noch einmal identifizieren aufgeladen hatte, habe ich gerade den Bogen damit identifiziert. Das schauen wir uns gleich an. Dann, was ist noch? Infravision, nachhals gewagte Hexerei, Personbezaubernd, Schlaf und sprühende Farbe. Und auf der Stufe 2 ist es zweimal unsichtbares Entdecken geworden. Und auf Stufe 3 einmal der Flammenpfeil und einmal der Feuerball. Und Stufe 4 können wir noch nicht. So, zum Bogen. Das ist der Todesschuss plus 2. Ein Langbogen der Treffsicherheit. Nach Jahren der Rivalität beschlossen die Herzöge von Spandelion und Delhandel, einen privaten Wettkampf auszutragen, bei dem der bessere Bogenschütze ermittelt werden sollte. Beide prahlten mit den Kräften ihrer magischen Bögen. Aber es war Edwald Dest, dem Herzog von Spandelion, nicht genug. Er ließ den Bogen seines Gegners stehlen und freute sich am Tag des Wettkampfs hämisch über seinen so errungenen Vorteil. Der Herzog von Delhandel, der nur Raymond genannt wurde, verlangte, dass Edwall seine Fähigkeiten an einer Vogelscheuche unter Beweis stellte, die er aufgestellt hatte. Edwall Dest zog seinen Langbogen und schoss den Pfeil entschlossen ab, ohne darüber nachzudenken, welche unheimliche Ähnlichkeit die Puppe mit ihm selbst hatte. Das Geschoss spaltete den Kopf der großen Voodoo-Puppe in zwei, und der Kopf von Edwall tat es ihm nach. Ach ja. Ein Bonus von minus 3 auf den Angriffswurf. Schadensbonus plus 2. Also den möchte ich ehrlich gesagt gar nicht verkaufen. Den tun wir mal donnen. In den Bogenslot hier, damit er da bleibt. So, genau. Ja, und dann können die Helden schlafen gehen. Und am nächsten Morgen beim Frühstück und Frühshoppen, da sitzen die Helden zusammen und beraten, was nun als nächstes zu tun sei. Und Gascoigne stellt die Frage, sollen wir denn nun direkt in den Mantelwald ziehen? Wir wissen, dass dort der nächst Ranghöhere dieser ganzen Verschwörung sein Versteck hat.
Und es ist die bei der ganzen Sache abwesend gewesene Branwen, die vielleicht einen Blick von außen hat, der nochmal die Dinge etwas anders sieht, die dann sagt, naja, aber zum einen werden die Gegner mittlerweile wissen, dass das Räuberlager überfallen worden ist und sie werden im Mantelwald in allerhöchster Alarmbereitschaft sein und dort den Angriff erwarten. Und aus genau diesem Grund wäre es vielleicht klug, jetzt dort gar nicht anzugreifen. Gaskel hört sich das an und fragt dann, was würdet ihr denn stattdessen machen wollen? Und da sagt sie, naja, wir haben ordentlich Unordnung in die Reihen des Gegners gebracht. Wir wissen aber auch, dass noch etliche versprengte Räubertruppen entlang der Schwertküste ihr Unwesen treiben. Die werden sicherlich demnächst alle im Mantelwald zusammengezogen, wo mit Sicherheit ein neues Räuberlager aufgebaut wird. Wie wäre es denn, wenn wir die Gunst der chaotischen Stunde nutzen, um die Gegend noch ein bisschen sicherer zu machen und die Wälder und Höhenzüge der Schwertküste nach weiteren Räuberbanden durchsuchen, die vielleicht noch gar nicht wissen, was passiert ist, und so den Feind an der Stelle schwächen, wo er im Moment am verwundbarsten ist, nämlich bei Einheiten, die nicht in seinem neuen Hauptquartier sind. Und Gasgrün nickt und führt den Gedanken von Branwen sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wenn wir das tun, dann sollten wir noch einmal ins Räuberlager gehen, denn es ist nur logisch, dass versprengte Räubereinheiten, die dort stationiert waren, jetzt das Räuberlager wieder aufgesucht haben und vielleicht noch nicht wissen, ob sie in den Mantelwald gehen sollen. Und es könnte sein, dass wir dort noch ein oder zwei Räuber antreffen können. Und außerdem gab es ja noch ein größeres Waldgebiet südlich des Räuberlagers, das wir uns bei der Gelegenheit auch gleich anschauen sollten. Und so euren vortrefflichen Plan, Branwen, in die Tat umsetzen können. Und er klatscht in die Hände und sagt, so, das war's, hat jeder ausgetrunken? Nein. Er selbst auch nicht. Sutzbräu zum Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und damit ist der Plan gefasst, was als nächstes zu tun sei. Und die Helden schauen in ihr Gepäck, denn da gibt es noch zwei Sachen zu analysieren. Das können wir gerade machen. Ah, das Kurzschwert plus 1 kennen die Helden mittlerweile. Das brauchen sie nicht mit Magie zu analysieren. Und der Kriegshammer plus 1, das ist etwas, was Branwen ja... Also sie hat was Besseres, das will ich damit sagen. Deswegen kann das auch in den Verkauf. Und damit geht's schnurstracks rüber zu Teom Fui Ruim. Und der nimmt den Helden freudestrahlend folgende Waren ab. Ein Plattenpanzer, ein Kurzschwert plus 1, ein Langschild, Kriegshammer plus 1, den sehr verbeulten Helm und einen kleinen Schild. Oh, das lohnt sich sehr. Brauchen wir Projektile? Also Gasgrün hat noch die Messer und hier, das reicht eigentlich. Du brauchst gar nichts. Pfeile haben wir. Da sind ja auch noch welche, das passt. Und was die Kugeln angeht, sind wir auch gut ausschaffiert. Ja, also wir brauchen nichts. Gut. Raus mit euch. Und im Regen schnurstracks zurück Richtung Räuberlager. Und hier diesem Waldstück, das wollten die Helden sich näher anschauen. Die Frage ist, was machen wir zuerst? Er kommt zuerst zum Räuberlager. Und dort nochmal ins Lager hineingepirscht, weil, wie gesagt, es könnte ja sein, dass hier noch irgendjemand oder wieder irgendjemand da ist. Ja, hier sieht alles ruhig aus. Aber hier, in das Zelt kann man reingehen. Das haben die Helden bisher nicht gemacht. Na dann. Lauert da drin jemand? Dann habe ich ihn gegen seinen Kopf dreht, dann bist du tot, oder? Der ist ja gut drauf. Der hat so viel gesoffen, der hat nichts mitbekommen. Ich mag euch nicht, ganz und gar nicht, sagt Knott. Euer Aussehen gefällt mir auch nicht, aber immer noch besser als ein ganz zermatschtes Gesicht, oder? Soll das eine Drohung sein? Hm.
Senkt eure Stimme, sonst ist meine nächste Bewegung keine Drohung mehr. Ich möchte alles über diesen Ort wissen und ich will es jetzt wissen. Das hier ist ein Räuberlager. Zelte hier, Zelte da. Eigentlich nichts Besonderes. Er zieht den Schwanz ein. Welches Set gehört Tarzak? Okay, das ist jetzt irgendwie eine blöde Frage. Wachen oder Fallen interessieren auch nicht. Die Helden sind ja hierher gekommen, um nochmal weitere Räuber gegen den Strich zu bürsten. Deswegen. Attacke. So. Und Imoen strummert schon durchs Interieur und findet nichts. Und einen Trank der Lebenskraft. Nichts. Zu. Ach, den Dolch lassen wir. Ach, wir nehmen ihn mit. Wir können ihn ja irgendwo abladen. Ja, das war's. Und bei ihm hier, gut, die Locke nehmen wir mit. Die ist wertvoll. Und der Trank geht zu Branwen. Ach so, Branwen, du kannst übrigens diese beiden Behälter wieder tragen. So. Also, noch ein Räuber weniger auf Seiten der Gegner. Da kann man nicht rein. Nee. Aber hier. Da ist jemand, die Klappe. Der direkt angreift. Tersus. Oh, wir haben Don im Fernkampf. Das ist natürlich ein grober Fauxpas. So. Der hat gar keinen Haarschopf. Schade. Das Zelt sieht sehr ähnlich dem, das wir gerade durchsucht haben. Ein bisschen Gold hier. Sicher ist sicher. Aber offenbar nix. Ah, ein Schnelligkeitsöl und... zwei Waffen. Naja, Moment. Machen wir so. Wir nehmen erstmal alles an und aussortieren können wir später. Raus. Dann hier das Set, das vielleicht dem Anführer gehörte, dem Anführer der kalten Hand. Da sind Flinde. Gnolle. Attacke. Die Helden machen mit den Puppen des Feindes kurzen Prozess, wenn sie hier glücklicherweise vereinzelt und isoliert antreffen können. Das ist genau ihr Plan. Rollenspielerisch gesehen sind das vielleicht diejenigen, die in der Nacht, als es hier geschah, nicht anwesend waren, sondern auf Patrouille, auf Raubzug und jetzt nicht genau wussten, was sie tun sollen, sich hier versteckt halten im Lager und auf neue Befehle zu warten. Ah, eine Silberkette, immerhin. Ja, so offen. Ja, ist offen und leer. Gut. Ja, diesen Kram kann Imoen behalten. Raus. Wir haben das Set, das Set, das geht nicht. Das haben wir. Das hier könnte noch interessant sein. Da gibt es einen Eingang, genau. Und hier ist alles leer. Das könnte gefährlich sein. Aber es sind nur Fässer. Nein, gar nicht wahr. Hier ist was. Ein abgeschlossenes Fass mit einem Heiltrank. Das ist erfreulich. Oh, ein magischer Ring. Ebenfalls erfreulich. Gold. Und Gold.
Gasgrün sagt gleich, gib mal her den Ring. Gib mal her, gib mal her. Ja. Ring. Ein Zauber war ja noch da, ein identifizierender Zauber. Verfluchter Ring der geringen Monstrosität, der eherne Dom. Dieses eisengewirkte Band ist gebeizt und löchrig, als habe es starke Verätzungen erlitten. Zwischen den beiden Nieten des Bandes befindet sich ein grobschlächtiger Silberklumpen, der aussieht wie das Abbild eines Schädels vor schwarzem Grund. Möglicherweise symbolisiert dies Myrkul, den grimmigen Herrn der Toten. Charisma minus 4. Der Träger sieht aus wie ein Zombie. auf keinen Fall legt irgendjemand diesen Ring an. Klar? Bäh. Was die hier haben. Und hier ist noch ein Zelt. Da können wir auch rein. Kommt bitte her. So, du kommst. Nee. Du hier. Oh, zwei Zaubersprüche. Sehr gut. Einer davon potenziell neu. Immerhin, das geht zu Gaskurin. Der guckt sich die Papiere durch und sagt: was ist denn das hier? Zauberlernen. Lernen, jawohl. Und den hier kennt er schon. Der geht hier in den Schriftrollenbehälter. Genau. Ja, das war's hier. Raus. Damit sollten wir hier die Nachhut auch erledigt haben. Und die Helden lenken ihre Schritte nach Süden in... Da. Hab ich's genau gesehen. Ja, Räuber. Von wegen. Nachhut ist... Hey. Du spinnst wohl. Von wegen Nachhut ist erledigt. Das hier war auch eine Nachhut. Was für eine. Du nimmst das. Also ja, hier können noch einzelne Räuber rumlaufen. Trotzdem hebe ich nochmal an. Die Helden haben das Lager nochmal durch... wie nennt man das? Durchsucht, genau. Und haben noch einige Räuber und Flinde und Gnolle erledigt. Das hat den Feind weiter geschwächt. Und jetzt wollen sie nach Süden, um dort das große Waldgebiet auf ähnliche Weise zu sichern. Und als sie ankommen, ist es dunkel, sie sind müde, sie werden jetzt rasten und Gasgrüns Zauberbuch wird neu ausgewürfelt. Und eins steht jetzt schon fest, Gasgrün wird an diesem Ingame-Tag nicht so wirklich großartig hilfreich sein können für seine Gefährtengruppe, denn er hat ganz seltsam gewürfelt. Einmal hier identifizieren, das geht noch, dann nahegewagte Hexerei, na gut. Dreimal Schutz vor Bösem und viermal Vertrauten finden. Und auf der Stufe 2 noch einmal das Chaos-Schild und Gesinnung erkennen. Und auf Stufe 3 der Feuerball ist geblieben und Unauffindbarkeit hat den Flammenpfeil ersetzt. Achso. Ich nutze gerade die Heilung. Ach nee, das könnt ihr selber machen. Wir rasten. So. Hat nur 8 Stunden gedauert, genau. Ihr setzt ja die Heilzauber, die wir auch alle da waren, ja selber ein. Darum war die Rast jetzt relativ kurz. Wir haben es 6 Uhr morgens. Endlich mal bei stärker werdendem Sonnenschein ein Gebiet durchsuchen, das ist schön. Wie das hier heißt, weiß niemand. Drum speichern. Und dann macht euch auf die Suche nach weiteren Räubern. Irgendwen werden wir schon treffen oder irgendwas. Oder irgendwer oder irgendwas trifft uns. Hoffentlich nicht frontal zwischen die Augen. Eine große Spinne, es geht schon los. Aber das ist eigentlich kein Problem.
erfreuliche Erfahrungspunkte für die Helden. Spinnen hier am helllichten Tag auf grünem Feld. So, so. Und eine hutzlige, humpelnde, humanoide Gestalt. Ein Waldschrat, wie Jahira erklärt. Der ist neu. Kann aber auch nichts daran ändern, dass wir hier stärker sind. Er hat etwas dabei, nämlich einen Ring und eine Zauberformel, die Gascoigne nicht kennt, aber seinen eigenen Identifizierungsspruch möchte er im Moment auch noch ein bisschen aufheben. Wer weiß, was noch kommt. Die Schutzformel wird jetzt nicht so entscheidend sein, denkt er. Hofft er. Oh, noch einer. Moment. Attacke. Und der hat eine silberne Halskette um, wie Imoen erstaunt feststellt. Hier wird das Gebiet von einer steilen, zerklüfteten Felswand abgeschlossen. Die Helden kommen nicht weiter. Genau, kommen sie nicht. Aber wir gehen mal heute streifenweise vor. Immer erst von außen nach innen, ist ja irgendwie langweilig. Oh, da ist ja noch jemand. Eine Geisterspinne, was ist denn das für ein Exemplar? Also hier gibt es viele Spinnen. Und es ist gar nicht gut, dass Imoen dort steht. So. Branwens und Imoens Waffen sind unwirksam. Dann geh bitte in den Nahkampf und du auch. Aber da hat es natürlich Don geschafft, die Spinne zu zerlegen. Das gab mächtig Erfahrung. Wenn auch leider keine Beute und es gewittert. Nun ja. Kein Tag ohne Regen an der Schwertküste, gell? Aber nur weil ich hier Let's Player. Sonst wäre hier eitel Sonnenschein. Was bist du für einer? Noch ein Waldschrat. Achso, ich wollte ja streifenweise vorgehen, richtig. Der hatte erstaunlich viel Goldstücke dabei. Oh. Eine Schwertspinne, das klingt gefährlich. Und die ist auch sehr, ich betone sehr und sage nochmal sehr, 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 sehr schnell. Branwen. Oh, das sind zwei. Oh. Okay, die ist ja richtig übel. Gascoigne überlegt, ob er irgendwas tun kann. Ja, ihm fällt nichts ein. Branwen, vielleicht solltest du dich zurückziehen. Du hast nicht so den Wahnsinnsrüstschutz wie die anderen. Ah, oh, die ist ja mega schnell. Die lässt nicht von dir ab. Aber da wird sie erledigt von Dawn, der aber auch vergiftet wird. Da lässt sich Branwen aber nicht lumpen, wobei, Moment. Wir müssen erstmal die Giftverursacher klein machen, bevor wir gegen das Gift angehen. Wobei, das, nein, das können wir nicht, Mach du den, während Branwen dich entgiftet. Das Gift ist ja richtig stark. Oh ja. Ich darf nicht fallen. Du fällst auch nicht. Niemand fällt hier. Ui. Au, die waren aber richtig fies.
Okay, die Helden müssen jetzt erstmal ihre Heilsprüche auspacken. So sieht's aus, fast alle Heilung ist verbraucht und die Helden fragen sich, oh, bei so garstigem, giftigem Ungeziefer können es doch irgendwelche Räuber hier eigentlich fast nicht aushalten in diesem Wald, oder? Das ist ja böse. Böse hier, ja, noch eine. Anwend sagt, wobei, das ist ja nur eine Aber dieses Grün. Branwen sagt, bleib stehen. Riesenspinne. Hm. Kalit, Rettungswurf gegen Tod? Das gefällt mir gar nicht. Was ist denn hier los? Also das mit dem Halten hat wohl nicht gewirkt. Aber die war gar nicht schwer. Ach nee, wir haben nur wahnsinnig Schaden gemacht. Hm. Da ist noch eine. Stopp. Wir lassen die jetzt im Einzelnen kommen. Ah, Mama! Was ist da? Oh, was? War nicht gut. Das ist ein Netz. Das ist ganz, ganz böse. Ja, genau. Klasse. Ihr müsst jetzt irgendwie versuchen, dieses Vieh zu erledigen. Branwen, das sieht nicht gut aus für dich. Branwen, ich glaube, das ist es für dich gewesen. Oder kann irgendjemand irgendwas tun? Grasgrün kann was tun. Das hässliche Vieh, was ist denn das? Was soll denn das? Kein Zauber, der irgendwie gut wäre. Ja, und da liegt Branwen. Da liegt sie. Und dieses eine Vieh, das macht uns hier zu schaffen. Könnt ihr bitte diese Spinne totklatschen? Es ist doch alles nicht wahr. Stopp. Ihr steht beieinander. Das muss reichen. Branwen hat's nicht geschafft. Ei. So, weg hier. Jetzt sofort. Also alle. Alle, die können. Aber es kann gerade keiner. Ei, scheiße. Ja, das hat Branwen davon. Sie hätte ja sich selbst entgiften können. Aber auch nur theoretisch. Ui, 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 ui. Mann, ist das hier gefährlich. Ist hier noch so ein Vieh? Danke auch für die Warnung vor der Falle, Emoen. Wie gut, dass wir die Stück für Stück hatten und nicht alle zusammen. Sonst hätte das mehr als Branwen das Leben gekostet. Okay. Das nutzt alles nichts. Wir werden jetzt hier das Zeug aufsammeln und uns davon machen müssen. Du bleibst da oben. Meine Güte, Branwen muss schnellstens in einen Tempel. Dieser Spinnenwald, der geht den Helden so richtig auf den Senkel. Boah, hier kann es nie und nimmer Räuber geben, denken sich die Helden. Kommt man denn hier weg? Geht alles gar nicht. Hier vielleicht. Aber jetzt wissen sie, womit sie es hier zu tun haben. Oh, jetzt ist da nichts. Können wir hier bitte mal irgendwie den Ausgang finden? Wir haben eine verletzte Branwen, eine tote Branwen im Arm. Und je länger sie in diesem Zustand ist, desto schlimmer wird's. Hier. Ui. Schnell zurück nach. Der freundliche Arm hat einen Tempel, 28 Stunden. Beregost ist näher, dann Beregost. Also eigentlich der Tempel von Beregost natürlich. Mein Fehler.
und schnell hinein. Da hätten wir Branwen. Die Branwen, die wieder erweckt werden. Es ist teuer. Meine Güte, ist das teuer. Mensch. Wir haben nicht ansatzweise so viel Beute gemacht hier. Du bist wieder hergestellt. Du auch. Du auch. Boah. Irgendwas identifizieren? Nee, braucht man ja nicht. Dann bekommt Branwen natürlich ihre Ausrüstung zurück. Und dann sagen die Helden, boah, wir müssen jetzt schnellstens das bisschen Beute, was wir gemacht haben, verkaufen. Das deckt nicht ansatzweise die Unkosten, die wir jetzt hatten durch diese Spinnenattacken. Aber wir wissen jetzt, womit wir es zu tun haben in diesem Wald. Und werden ihn aufs Neue angehen. Das sind ja durchaus ebenbürtige Gegner. An denen oder im Kampf gegen die können wir was lernen, denkt sich Gaskurin. Und artikuliert seine Gedanken auch laut. Die anderen Helden schweigen. So richtig Lust haben sie nicht, dann auch mal hinzulaufen in diesem Krabbeltierwald. Aber was sollen sie machen? Gaskurin ist ja nichts Schlimmes passiert. Das war ja Branwen, die vergiftet war. Und Dorn und so. Das ist alles halb so wild. So, dann geht's in Dorns Begleitung in Feldeposts Wirtshaus, um die Preziosen zu verkaufen. Naja, sagen wir mal in Imoens Begleitung, denn die hat ja das ganze Zeug auch im Gepäck. Wir verkaufen einiges. Da ist auch das dabei, was Branwen zuletzt trug, aber das ist durch Gespinstfäden jetzt so verklebt, das Zeug, dass ich das nicht mehr anlegen möchte. Und Lander nimmt es aber gerne entgegen und sagt, ich finde schon einen Lakaien, der das Zeug wieder ordentlich putzt. Und trotzdem gucken die Helden auf ihren Geldbeutel und sagen, der ist ein bisschen schmaler als am Tag zuvor. Das ist nicht gut. Da müssen wir wohl beim nächsten Mal umso mehr Gewinn machen, beziehungsweise uns nicht diese großen Verluste hier einbrocken lassen durch Gifttode. Ja. Und da es zwar morgens ist, aber schon wieder regnet und die Helden müde sind und sich besser vorbereiten wollen auf diesen Spinnenwald, gehen sie in den windigen Schwindler, natürlich wohin auch sonst, und Gaskurin würfelt abermals sein Zauberbuch neu aus. Und diesmal sieht es ein bisschen schlechter aus für die Spinnen. Die brennenden Hände sind gekommen, die Farbkugel Freundschaft identifizieren zweimal, nahe als gewagte Hexerei, Panzer, Person bezaubern und Vertrauten finden. Einmal hatte ich noch identifizieren aktiv, damit habe ich das hier gerade identifiziert, das schauen wir uns gleich an. Und dann hier ist es geworden Glück und Klopfen. Damit kann man Dinge auftun, richtig. Und schließlich einmal der Flammenpfeil und einmal der Feuerball. So. Diese Schutzformel ist gar keine, sie ist ein Fluch der Torheit. Es wäre unklug, das zu lesen. Die Folgen könnten tödlich sein. Eieieiei. Das wollen die Helden nicht haben. Sie werden es irgendwo hinstopfen, wo es hoffentlich keiner findet. So ein Wisch. Nicht, dass Gaskurin den aus Versehen noch liest, weil er den verwechselt mit irgendwas. Das soll ja vorkommen bei ihm. Hier, weg damit. Weg, 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 weg. So. Und damit geht's auf in den windigen Schwindler, wo dann das Tagewerk der Helden einstweilen beendet ist. Spinnen sei Dank. Und als die Sonne sich niedersenkt, sind die Helden soweit, wieder ihre Wanderschaft in diesen Wald aufnehmen zu können. Gaskurin besteht darauf. Er sagt, wer weiß, vielleicht ist dort ja doch irgendein Außenposten der Räuber gut geschützt vor den Spinnen und durch die Spinnen. Und außerdem können wir im Kampf gegen diese Krabbeltiere einiges lernen. Und was das noch sein wird, das sehen wir im nächsten Teil. Bis dahin.